Gut. Also einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, es sind alle gut gestärkt. Ja. Steht draußen, ich soll über Social Media reden, über Gefahren und so weiter. Ich habe mal als Beispiel, weil es wahrscheinlich das gefährlichste Social Media Netzwerk, konzentriere ich mich jetzt hier vor allem mal auf Facebook. Ja. Auch im Hinblick auf eine Funktion, die ich dann am Schluss zeigen möchte und ich da auch einige negative Erfahrungen gemacht habe und auch positive. Gut. Obertitel über das Ganze ist ja The Dirtiest Side of Facebook. Ja, das ist also eins. Ja, kurz, ich bin der Roman Koretzki und ja, in Wien bin ich geboren. Ich arbeite in Wien, wohne in Wien, ich arbeite in Wien und ich studiere auch derzeit in Wien. Bin verheiratet, habe zwei Söhne, sind nicht meine und den Rest weiß Facebook. Ja. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist erst einmal die Frage mal in die Runde bitte, wer von euch hat ein Facebook-Konto? Hände hoch. Aha, ungefähr zwei Drittel. Gut, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Die spannende Frage ist, was macht die Faszination von Facebook aus? Wir müssen bitte uns vor Augen halten, dass bei den ungefähr bis 30-Jährigen ja, oder bis 25-Jährigen in Österreich wir eine Penetrationsrate bei Facebook haben von mehr als 100%. Ja, warum mehr als 100%? Ja, wobei das kommt vor allem daher, dass dass vor allem im Bereich der 13- bis 15-Jährigen haben wir, glaube ich, eine Penetrationsrate von 150%. Das liegt vor allem daran, da gibt es ein nettes Phänomen, ja, dass also Facebook ein Mindestalter von 13 Jahren vorschreibt und daher sehr viele Jüngere bei der Anmeldung beim Alter schummeln und sich älter machen und erst ein, zwei Jahre später draufkommen, hoppla, jetzt kann ich mein Alter wieder richtig einstellen, nicht? Nachdem sie dann das erreicht haben. Deswegen lustigerweise, wenn man sich anschaut, wie viele Facebook-Konten es in Österreich gibt mit 13 bis 15 Jahren etwa, oder 13, 14-Jährige vor allem, ja, und das in Relation mit dem setzt, wie viele Leute gibt es in dem Alter in Österreich, ja, dann kommt man ungefähr auf eine Penetrationsrate von 150%. Ja. Was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, dass bei den jungen Leuten, bei den sogenannten Digital Natives, ja, wobei diesen Begriff mag ich eigentlich gar nicht so, dass hier eigentlich jeder so ein Facebook-Konto hat. Das ist einmal eine wichtige Sache. Jetzt ist die Frage, was macht die Faszination von Facebook aus? Beziehungsweise natürlich die spannende Frage, da haben es ein paar nicht aufgezeigt, die nicht auf Facebook sind, von denen, die aufgezeigt haben und ein Facebook-Konto haben, haben vielleicht ein paar, schauen vielleicht nur einmal im Monat rein, ja, und verstehen das gar nicht. Ja, was macht die Faszination von Facebook aus? Worum geht es bei Facebook einmal? Es geht zuerst einmal um einen selbst, ja, also um einen selbst, das ist jetzt hier meins, ja, mein Profil. Das heißt, man stellt sich einmal selber dar, es ist eine Selbstdarstellungsplattform. Ja. Das zweite ist, so wie Wunschkennzeichen beim Auto, ist auch eine Selbstdarstellungsplattform, ja, so ist Facebook auch eine Selbstdarstellungsplattform. Man zeigt auch die Freunde an, ja. Es ist eine sehr typisch österreichische Sache auch, ja. Zeige mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist. Ja. Da wird geprahlt, ich habe 300 oder ich habe 500 oder ich habe 5000. 5000 ist übrigens die Grenze für Einzelpersonen. Ja. Ich habe 5000 Einzelkontakte. Ja. Politik zum Beispiel ist die Anzahl, wissen wir von den Wahlen her, gibt es immer wieder die Sache, wie viele Fans hat die Facebook-Seite vom HC Strache. Ja. Das ist eine politische Währung geworden, ja, wie viele Fans. Das gleiche gilt für Firmenseiten. Ja, es gibt eine Währung, wie viele Fans hat die Seite. Und genauso ist eine Währung im privaten Bereich deine Freunde, wie viele hast du auf Facebook. Ja. Dann ist Facebook natürlich eine Plattform, um seine Meinung auch, oder das, was man halt so tut im Leben, ja, festzuhalten durch diese Postings. Worum es natürlich auch geht, Facebook, ja, ursprünglich war es eine Fotoplattform eher. Ja, interessanterweise. Das heißt, es geht in erster Linie auch um Fotos. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen ganz klar, dass also deutlich, also Postings mit Fotos deutlich öfter gelesen werden. Ja. Wobei mittlerweile es ein bisschen in die Gegenrichtung ausschlägt, ja, weil mittlerweile einige Facebook-User dazu übergegangen sind, auch wenn sie ein Posting haben, da gibt es mittlerweile Dienste, wo man einfach irgendeine Meldung ja, plötzlich als Bild, als Riesenbild reinstellt. Ja. In der Hoffnung, dass das dann häufiger gelesen wird. Ja, es wird ein bisschen kontraproduktiv mittlerweile schon. Ja. Es geht vor allem natürlich um Katzen. Ja, ist eh klar, im Internet geht es immer um Katzen. Katzenfotos. Es geht natürlich auch, man verbringt seine Freizeit auf Facebook. Und da rede ich jetzt nicht nur darum, dass man sinnlos
auf Facebook herumsurft während der Arbeitszeit, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, und es ist ein Zeitkiller, das ist einmal ganz klar, sondern ein Grund, warum sich viele Leute bei Facebook anmelden, sind die Spiele, die sogenannten Facebook-Spiele. Ich persönlich habe noch bei keinem Facebook-Spiel wirklich entdeckt, was die Faszination an dem ganzen Ding ist, ja. Aber ich kenne sehr viele Leute und ich kriege auch laufend diese Spieleinladungen und schau dir doch dieses Spiel an und so weiter. Interessiert mich persönlich nicht, aber ist für viele eine Faszination. Was für mich schon wichtig ist, es ist Facebook eine sehr einfache Methode, um Leute zu koordinieren. Und das macht vielleicht bei den Älteren die Faszination aus, dass man sehr schnell eine Facebook-Gruppe gründen kann. Hier habe ich eine Facebook-Gruppe von einem Verein, bei dem ich Mitglied bin. Ja. Und man sich sehr schnell dann dort auch koordinieren kann. Man kann absprechen, es gibt private Gruppen, es gibt öffentliche Gruppen, es gibt so halb private Gruppen. Ja. Da gibt es verschiedene Privacy-Einstellungen. Man kann innerhalb der Gruppe sehr schnell Dokumente austauschen, man kann sehr schnell Diskussionen anleiern, ja, man sieht hier verschiedene Dinge, Kommentare dazu etc. Ja, also das ist einmal eine Sache, finde ich sehr positiv, weil es Facebook sehr einfach macht, ja, hier eine Art Forum für einen eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung zu stellen. Ja. Zweite Sache ist, Screenshot von der heutigen Veranstaltung, ja, Terminplanung. Es ist relativ einfach auf Facebook ja, einen Termin, einen öffentlichen Termin wie dieses Barcamp zur Verfügung hineinzustellen und dann über virales Marketing zu verteilen und hier möglichst viele Leute auch einzuladen. Ja. Das Ganze ist ein bisschen inflationär in letzter Zeit geworden. Nicht? Also ich könnte, glaube ich, jeden Tag auf mindestens 10 Veranstaltungen gehen, auf denen ich eingeladen bin. Ja. Das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Und was macht man dann als Reaktion, nachdem man zu 10 eingeladen hat? Man geht auf gar keine. Ja, das ist halt auch so. Allerdings mit gescheiter Werbung und so weiter kann man da schon einiges erreichen. Und das Nette ist, ich meine, wenn man sich die Smartphones anschaut, die modernen, ja, die synchronisieren mittlerweile einen Terminkalender. Das heißt, ich sehe in meinem Kalender auch gleich die ganzen Facebook-Termine. Und wenn man wirklich mal fad ist an einem Abend, was derzeit selten der Fall ist, ja, könnte ich einfach auf mein Handy schauen, wo könnte man denn heute hingehen. Ja. Gut. Und es werden durch Facebook natürlich auch, ist wieder Selbstdarstellungsplattform, deine Interessen auf Facebook sind da. Das heißt, ich werde Fans von irgendwelchen Firmen, Seiten, Produkten, Marken etc., ja, weil ich mich dafür interessiere, bekomme dann deren Updates ein bisschen besser geliefert in meinem Newsstream. Ja. Ich kann dort kommentieren, ich kann dort Feedback geben etc. Und Firmen, die diese Strategie gut machen, geben auf das Feedback auch eine gute Antwort, ja, und nehmen das ernst. Firmen, die das nicht gut machen, ja, oder auch politische Parteien, die das nicht gut machen, kann ich auch ein Beispiel bringen. Ja. Da gibt es dieses Feedback natürlich nicht. Die Wiener Linien habe ich hier als Beispiel herausgebracht, weil die Wiener Linien wirklich ein, für alle, die es nicht kennen auf Facebook, ja, die Wiener Linien haben eine Social Media Strategie, die wirklich Best Practice ist. Ja, also wenn man sich eine Social Media Strategie von einer Firma anschauen möchte, dann sind die Wiener Linien, kann man als Vorbild für alle Firmen nehmen, und die haben es nicht leicht, die Wiener Linien. Also das kann man nicht sagen, Red Bull zum Beispiel ist auch ein Best Practice Beispiel, aber Red Bull hat es leicht, ja? Relativ leicht. Ja? Weil die haben eine sehr treue, große Fangemeinde etc. Ja? Die Wiener Linien, kaum wer ist wirklich ein Fan von den Wiener Linien, ja? Die meisten müssen es verwenden. Ja? Fahren halt irgendwie notgedrungen mit den Wiener Linien, um nach A nach B zu kommen. Ja? Frage, wer ist ein Fan von den Wiener Linien hier herinnen wirklich? Einer, gut, gratuliere. Aber ohne ja Facebook, also Gratulation, ja. Trotzdem, viele benutzen es halt gern. Ja. Und die nehmen jetzt wirklich, übrigens auch auf Twitter, ja, sind die recht gut. Ich habe zum Beispiel, ich bin dann relativ zeitig in der Früh gefahren, um 6 in der Früh mal mit der U-Bahn, ja, und habe einen wirklich verdreckten U-Bahn-Zug vorgefunden, ja. Und ich habe dann einfach auf Twitter an die Wiener Linien geschrieben, habe gesagt, sagen wir mal, werden die U-Bahnen nicht mehr über Nacht gereinigt, grundgereinigt, ne? Und sie, oh ja, was war denn das für ein U-Bahn-Zug oder was ist denn los? Ich habe mir extra die Nummer notiert auch von dem U-Bahn-Zug, ja, habe gesagt, der U-Bahn-Zug, ja. Und die haben dann wirklich am Zug, wir schauen uns das an und wenn der wirklich so verschmutzt ist, ziehen wir ihn ein und ersetzen ihn durch einen anderen Zug und reinigen den. Ja. Also die machen das wirklich so, wie es gehört. Man kann es auch auf der Facebook-Seite sehr schön verfolgen. Sie reagieren auf Beschwerden
Einmal reagieren sie in der Regel, ja, also sie lassen sich nicht auf Diskussionen ein, was auch eine gute Sache ist, weil da kommt man auch leicht vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. Gut. Jetzt ist natürlich angesichts dessen, was am Vormittag in diesem Raum diskutiert wird, müssen wir natürlich bei dem Ganzen immer bedenken, dass all diese Informationen nicht nur die Firma hat oder deine Freunde oder du selber oder deine Familie, sondern natürlich in erster Linie Facebook selber, ja, und deren Werbepartner. Ja. Und zweitens natürlich auch möglicherweise, wissen wir nicht so genau, wahrscheinlich, wie auch immer, diverseste Geheimdienste. Ja, das ist also, das muss man bei der ganzen Geschichte natürlich immer bedenken. Warum betone ich auch das mit den Werbepartnern bei Facebook? Weil die Frage, die sich immer wieder viele stellen, ist, wie verdient Facebook Geld? Ganz einfach über Werbeeinschaltungen. Und dadurch, dass diese Werbeeinschaltungen möglichst zielgerichtet an das Publikum gerichtet werden, das daran Interesse haben könnte. Und man sieht also, wenn zwei Leute Facebook aufmachen, ja, dann ist es wirklich so, dass die Werbeeinschaltungen komplett unterschiedlich sind, die zwei Leute bekommen. Und dass die Werbeeinschaltungen auch relativ gut auf das, also sie haben zumindest etwas damit zu tun, was ich mal in der Vergangenheit irgendwann auf Facebook angeklickt habe oder in welchen Gruppen ich Mitglied bin etc. Ja. Also das hat schon einen gewissen Bezug. Zusätzlich hat Facebook auch noch eine Funktion, das kennen relativ wenig Leute, selbst Facebook-User habe ich vielleicht noch nicht entdeckt. Man kann auch bei Werbeeinschaltungen auf Facebook sagen, das gefällt mir nicht oder das regt mir irgendwie auf. Ich mag zum Beispiel eine Werbung gehabt für irgend so einen Escort-Service, ja, dauernd drauf. Ja. Das will ich nicht, ich bin verheiratet, ja, ich brauche keinen Escort-Service. Ja. Könnte mal kommen, ja. Also das, aber man kann solche Werbung auch ausblenden bei Facebook. Man kann sagen, die interessiert mich nicht, dann kommt eine andere Werbung. Ja. Nur der Nachteil, die Kehrseite von der ganzen Geschichte ist natürlich, man muss das ein bisschen kritisch sehen, ja, dass natürlich dadurch Facebook wieder Daten darüber gesammelt hat, ja, was mich jetzt interessiert. Ja. Wenn ich zum Beispiel bei einer Immobilienwerbung, was ich in letzter Zeit ziemlich oft bekomme, ja, für irgendwelche Reihenhäuser oder so, ja, wenn ich da auf Gefällt mir klicke, ja, dann weiß Facebook, aha, der wird vielleicht sich demnächst eine Immobilie kaufen oder plant zumindest irgendeinen Umzug. Stimmt so nicht, ich habe nur deswegen auf Gefällt mir geklickt, weil mir die wirklich gefallen haben, die Häuser, aber das ist nämlich, da sieht man auch die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Ne? Das ist also, dass das, was einem gefällt, dass daraus halt falsche Schlüsse auch gezogen werden können. Ja? Man weiß ja jeder von Amazon, der ein Amazon-Konto hat, ne? Also meine Frau bekommt zum Beispiel immer noch von Amazon die Empfehlungen für Pokémon-Spiele. Meine Frau interessiert sich überhaupt nicht für Pokémon-Spiele. Ja? Aber ganz einfach, sie hat mal Weihnachtsgeschenke, Pokémon-Spiele vor Jahren für unsere Kinder, für unsere Söhne. Die sind mittlerweile auch schon lang aus dem Alter raus, interessieren sie dafür auch nicht mehr. Ja? Aber das zeigt sich halt, dass diese Rasterungen, diese Produktrasterungen auch nicht immer optimal verlaufen. Ja? Ich bin einer von denen, die Facebook einmal im Monat benutzen. Ja, genau. Und mir ist überhaupt noch nie eine Werbung aufgefallen auf Facebook. Das würde mich interessieren, wo scheint die Werbung. Ich habe da eher einen Punkt, wo ich reinschaue in Facebook. Ja, habe ich geplant. Notiere ich mir, ja. Ich meine, ein schönes Beispiel, ich immer sage, dass die Rasterung noch nicht so optimal funktioniert. Ne? Im Prinzip Amazon wieder zweites Beispiel. Man kauft sich einmal einen Staubsauger bei Amazon, ne? Und man bekommt dann wochenlang hinterher Angebote für weitere Staubsauger. Ne? Nach der Devise, du bist ein Staubsaugersammler. Ne? Gut, das ist also das, was die Faszination von Facebook auf der einen Seite ausmacht. Ja? Aber das klingt ja alles ganz schön und ganz nett und es geht vor allem darum, dass die Leute sich verbinden können. Ja, das bringt Menschen zusammen, Stichwort soziales Netzwerk und so weiter, ist auch ganz nett. Man kommt plötzlich mit Menschen wieder in Kontakt, die man jahrelang nicht gesehen hat. Ja, man weiß, wo die wohnen. Zumindest kann man sich mit ihnen relativ einfacher Treffen ausmachen etc. Ja, das ist mal das Gute. Kommen wir aber mal zu dem, was ich betitelt habe, The Dirty Side of Facebook. Und eine Sache, die man immer wieder hört, ja, in Zeitungen etc., ja, ich passe ein bisschen heraus, ist das Screenshot, ja. Corinna Milborn, es ist die Puls 4 Moderatorin, ja, Chefredakteurin, bekennende Feministin auch, gell. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man natürlich selber auch aufpassen sollte, welches Image vermittelt man, ja.
die alte Regel, die ich in der Runde wahrscheinlich gar nicht sagen will, auf Facebook oder generell im Internet, geht ja nicht um Facebook, ja, sollte man nichts hineinstellen, was man nicht irgendwo auch sich jetzt unten am Rennweg hinstellen würde und dem erstbesten Passanten erzählen würde. Ja. Das gilt natürlich insbesondere auch für Facebook. Problematisch ist bei der ganzen Geschichte, jetzt bin ich dann neugierig nachher bei der politischen Diskussion, ja, ob das Thema aufkommt, ist das Thema auch digitaler Radiergummi. Ja. Es ist natürlich so, dass das über Jahre gespeichert wird und das unter Umständen, was früher mal ich als harmlos gesehen habe und zu dem Zeitpunkt auch harmlos war, könnte in Zukunft nicht mehr ganz so harmlos über mich sein. Ja. Man engagiert sich zum Beispiel für eine politische Partei, die derzeit zufällig in der Regierung ist, zufälligerweise in der Regierung ist. Ja. Ein kleines Beispiel. Ja. Engagiert sich auch nicht, aber sympathisiert zumindest mit ihr, macht das auf Facebook relativ deutlich. Ja. Ein paar Jahre später kommen andere an die Regierung, man bewirbt sich vielleicht für irgendeinen Job in einem Ministerium und so weiter, ja, und es wird einem vorgehalten, dass das, man kriegt den Job nicht, weil natürlich Personalabteilungen auch heute schon recherchieren und schauen, hat der ein Facebook-Profil, wenn ja, was postet denn der da so? Ja? Wobei die Lösung ist meiner Meinung nach nicht, kein Facebook-Profil zu haben. Lösung ist zum Beispiel, sagen meine Postings können nur meine Freunde lesen. Das ist eine Lösung, ja, beziehungsweise kann man auch, das erfordert aber gewisse Arbeit, ja, und ein gewisses Feingefühl, ja, dass man sehr wohl steuert, dass man gewisse Dinge schon öffentlich hineinstellt, ja, zum Beispiel öffentlich, dass ich jetzt hier heute vortrage, das glaube ich schadet mir in Zukunft nicht, zumindest aus heutiger Sicht nicht, ja. Das wissen wir nicht. Wissen wir nicht, ja, aber könnte eher positiv sein, ja. Bitte? Bei den Themen? Ja, bei den Themen heute, ja, also das ist, also schadet mir unter Umständen nicht, ja, aber das heißt, man sollte sein Image auch kontrollieren, was ich schon von einem Personalisten gehört habe, ist, wenn sich ein unter 30-Jähriger bei ihm bewirbt, ja, und er findet auf Facebook nichts von dem, dann wird er auch schon ausgeschieden, weil da ist irgendwas faul, ja. Also man kann es nicht so verteufeln. So, ich habe jetzt gestern in Vorbereitung des heutigen Vortrags einen kleinen Test gemacht. Ich habe mal ein neues Facebook-Profil nach vielen Jahren wieder mal angelegt. Ja? Und habe mir gedacht, wenn mich interessiert hat, was sind jetzt eigentlich in der Privatsphäre die Voreinstellungen bei Facebook? Ja? Wie schaut dieser Prozess, der Anmeldeprozess aus? Ich meine, ich habe Facebook, glaube 2008 habe ich mich bei Facebook angemeldet. Das ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her. Schaut mittlerweile ganz anders aus, Facebook, ja. Und abgesehen von den üblichen Daten wie Geburtsdatum, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ist der allererste Schritt, den man nach der Anmeldung bei Facebook kommt, ja gleich eine ziemlich gefährliche Geschichte. Ja. Nämlich dieses hier, ja, dieser Dialog, den ich hier abfotografiert habe. Ja. Nämlich Facebook fordert mich auf, meine E-Mail-Adresse einzugeben, wobei bei Outlook.com braucht man, glaube ich, nicht einmal das Kennwort eingeben, da reicht die E-Mail-Adresse. Ja. Wenn das verbunden ist und so weiter. Oder ich glaube, Kennwort fragt er schon ab, ja, nachher. So, was macht das Ganze? Es schaut nach. Google ist hier nicht drinnen. Ja? Warum ist Google nicht drin? Google und Facebook sind sie nicht ganz grün, ja, bekanntermaßen. Aber die anderen großen E-Mail-Anbieter sind da drinnen. Und Facebook durchsucht das Adressbuch, das ich auf Outlook.com online in der Cloud abgelegt habe. Ja? Und nachweislich speichert Facebook all diese E-Mail-Adressen. Facebook, wozu wird das verwendet? Warum durchsuchen die das Adressbuch? Naja, die wollen wissen, mit wem ich so Kontakt habe. Ja. Und holen dann und schlagen mir diese Leute, suchen nach diesen E-Mail-Adressen auf Facebook, weil die Leute hinterlegen ja ihre E-Mail-Adressen. Und wenn sie da wen finden, schlagen sie mir den als Freund vor. Es ist ja nett, dass Facebook, wenn ich mich erstmals bei ihnen registriere, ich fühle mich ja so einsam, ich habe keine Kontakte und so weiter, ja, dass Facebook gleich einmal versucht, mich sozusagen in das Netz zu integrieren. Klingt auf den ersten Blick relativ nett. Das wirklich Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass Facebook auch die E-Mail-Adressen von denen speichert, die noch nicht auf Facebook sind. Ja? Und nachweislich, wir haben das gestern wieder mal getestet, ja, diesen Leuten auch dann eine E-Mail schickt, automatisiert, ja, und sagt, dein Freund sowieso hat sich gerade auf Facebook angemeldet, ja, melde dich auch auf Facebook an, dann kannst du mit ihm in Kontakt treten. Ja. Also das halte ich schon mal für extrem problematisch, die Sache. Es kommt aber noch schlimmer.
Weil die Leute können ja einfach sagen, nein, ich will das nicht und ignorieren. Ja, fertig. Ja, ist ja immerhin was. Und E-Mail-Adressen werden heute an so vielen Stellen gesammelt etc. So, das hier sind die voreingestellten Privatsphäre-Einstellungen. Ja, das ist die erste Einstellung, privat, und das, was ich jetzt wirklich arg finde von Facebook, es gibt zwei Punkte, wo man Privatsphäre-Einstellungen findet. Ja. Das erste ist relativ offensichtlich, wo die meisten Anwender, die ein bisschen mal vorsichtig sind, was Privatsphäre betrifft, einmal gleich hineinschauen. Der Punkt heißt Privatsphäre-Einstellung Werkzeuge. Dort schauen sich hinein die Leute. Das ist, und da sind gemeinerweise eigentlich die harmlosen Einstellungen drin, meiner Meinung nach. Ja. Und das ist, ja, was ist da drin? Nicht? Wer kann meine Inhalte sehen? Ja, wer kann deine zukünftigen Beiträge sehen? Öffentlich. Das ist deswegen harmlos, dass das auf öffentlich steht, weil ich bei jedem einzelnen Posting das ohnehin noch verstellen kann. Ja, und das bei jedem einzelnen Posting auch angezeigt wird, wer das jetzt sehen kann. Ja, daher halte ich diese Einstellung nicht für so problematisch. Ja. Ja, dann kann man vergangene Beiträge anschauen, das ist also eher für langjährige Facebook-User. Wer kann dir Freundschaftsanfragen senden, wenn man nicht gerade irgendwie gerade Stalking-Opfer oder was auch immer ist? Ja, alle, das ist auch noch relativ unproblematisch, weil ich muss ja nicht annehmen, die Freundschaftsanfrage. Ja. Grundlegendes Filtern und so weiter. Gut, jetzt kommen wir aber dann, wer kann dich anhand der von dir angegebenen E-Mail-Adresse und Telefonnummer finden? Hier ist die Voreinstellung alle. Das heißt, man kann, wenn ihr meine Telefonnummer wisst, könnt ihr meine Telefonnummer auf Facebook eingeben und mich darüber finden oder meine E-Mail-Adresse. Warum das so problematisch ist, dazu komme ich dann am Ende nochmals, ja, bei einer anderen Funktion. Auf den ersten Blick klingt das relativ harmlos, und zwar deshalb, wenn man sich denkt, naja gut, diejenigen, die... Sorry. Diejenigen, die meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer wissen, die sollen mich auch auf Facebook finden können, ist ja nichts dabei. Ne? Naja, werden wir gleich sehen, was diese Einstellung relativ gefährlich macht. Ja? So, Suchmaschinen einen Link zu deiner Chronik erhalten, ja, ist auf ein, das heißt, man findet mein Facebook-Profil auch über Google. Ja, gut, ja. Darüber kann man diskutieren, ob das gut ist, aber jetzt kommen wir zu den wirklich gefährlichen. Und das finde ich von Facebook wirklich extrem schlimm, ja, dass Facebook eigentlich die wirklich, meiner Erfahrung nach, da habe ich wirklich sehr negative Erfahrungen auch mit diesen Einstellungen gemacht, ja, in der Praxis, dass diese Einstellungen von Facebook nicht in den Privatsphäre-Einstellungen vorhanden sind, wo es jeder suchen würde, ja, sondern unter Chronik- und Markierungseinstellungen zu finden sind. Ja. So, und zwar, warum geht es einmal? Wer kann in deiner Chronik posten? Ja. Standardeinstellung ist Freunde, auch das kann schon problematisch sein. Ja. Folgendes einfaches Szenario, ja. irgendein Freund von mir, mit dem ich gestern fort war, ja, postet mal jetzt, während ich hier stehe und keine Zeit habe, mein Facebook-Profil ständig zu überwachen, weil vorher hat gesagt, ein Monat, nicht einmal im Monat auf Facebook, ne? Noch schlimmer, ja, postet mal, na gestern warst du aber schon ganz ordentlich blau am Ende, gell? Ja, so, am Montag bin ich krank, das Ganze ist öffentlich gepostet möglicherweise, ja, und mein Arbeitgeber sieht es. Ja. Also nicht, was ich selber mache, ja, sondern was Freunde von mir machen, ja, ist jetzt plötzlich relevant. Gut, man kann es abschalten, trotzdem finde ich es problematisch, dass es standardmäßig eingeschaltet ist. Ja. Zum Glück kann man, und das Ganze ist noch schlimmer, nämlich die zweite Einstellung gleich drunter, in der Kombination ist es gar nicht so schlimm, ja? Weil so kann man was posten, ich muss es überprüfen, bis es alle anderen auch sehen. Ja? Mit diesem einen am Schluss. Der Default ist allerdings hier auf Aus. Ja? Und die Kombination an Einstellungen macht dieses Feature schon mal relativ gefährlich. Ja? Jetzt wird es allerdings noch schlimmer, nämlich Dinge in meiner Chronik sehen. Wer kann Beiträge, in denen du markierst, wurde es in deiner Chronik sehen? Freunde, okay, das ist, da ist standardmäßig Freunde von Freunden drinnen, bitte. Ja. Was ein viel größerer Benutzerkreis ist. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Facebook-User, ich glaube, ungefähr 100 Freunde hat, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Und wenn man das jetzt mal 100 rechnet wiederum, ja, 100 mal 100 sind schon ziemlich viele Leute, die das sehen können. Ja. Gut.
Ja, kannst eben was andere in deiner Chronik posten und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlich zum dem Feature, mit dem ich die schlechtesten Erfahrungen überhaupt gemacht habe. Ja? Nämlich, möchtest du Markierungen überprüfen, die Nutzer zu deinen eigenen Beiträgen hinzufügen, bevor sie auf Facebook gepostet erscheinen. Ja? Und da gibt es jetzt, was sind diese Markierungen für die nicht so Facebook-affinen Leute? Ja? Das wissen auch viele, die Facebook verwenden, nicht so genau. Ich könnte in meinem Posting schreiben, ja, heute am Barcamp, am Club Computer Barcamp, ja, habe ich Dieter Bahnhuber getroffen, den ich da jetzt gerade in der ersten Reihe sitze, sehe. Ja. habe ich Dieter Bahnhuber getroffen, freue mich, ihn nach langer Zeit wiederzusehen. Ja, und ich markiere ihn auch mit Dieter Bahnhuber. Ja. Und ohne standardmäßig würden jetzt alle seine Freunde sehen, dass er hier heute am Barcamp war, der Dieter Bahnhuber offensichtlich. Naja, gut, ist noch relativ unverfänglich. Ja. Wenn er allerdings irgendwem anderen erzählt hat, er ist an dem Tag, weiß nicht, irgendwo in, keine Ahnung, bei wem Häusl bauen und dort ordentlich arbeiten, ja, und in Wirklichkeit macht er sich da einen schönen Tag, ja, dann könnte das natürlich für einen Dieter Bahnhuber relativ unangenehm werden. Ja. Das heißt, mich können plötzlich andere erwähnen und ich werde auch und so markieren, nicht nur erwähnen, ja, sondern auch markieren, sodass systematisch nach der Person gesucht wird, dass bei einer systematischen Suche nach der Person, das auch in seiner Chronik drinnen steht, nicht in meiner, ja, in seiner, steht in unserer beiden Chronik drin, und das geht auch in allen Kommentaren, ja, ich könnte ihm auf der Wiener Linien-Webseite plötzlich erwähnen, ja, das ist noch relativ unproblematisch, aber vielleicht wäre es ihm nicht ganz so recht, oder mir wäre es vielleicht nicht ganz so recht, wenn mich wer auf der FPÖ-Homepage markiert, in einem Kommentar. Ja, also um hier die Problematik hier zu sehen. Ja. So, noch problematischer wird das Ganze, diese Funktion bezieht sich bitte auch auf Fotos. Ja. Das heißt, ich kann meine Freunde auf Facebook auf Fotos markieren. Das ist auf den ersten Blick ganz nett, Allerdings will ich ganz ehrlich nicht auf allen Fotos, auf denen ich prinzipiell drauf bin, ja, auch namentlich erwähnt werden. Weil irgendwer macht ein besoffenes Foto von mir, ganz ehrlich, ja, das ich nicht auf Facebook stelle, ja, markiert mich darauf und das Gemeine ist, dass dieses Foto dann in meinem Profil aufscheint. Ja, und alle meine Freunde sehen. Ja, Einstellung oben. Ja. Deswegen, was ich mache, ich will diese Markierungen nicht generell verteufeln. Ja, ich finde sie sinnvoll, sie sind gut an vielen Stellen, ja, es ist eine praktische Funktion. Allerdings möchte ich, wenn mich wer markiert, ja, das vorher überprüfen, ja, ob das mir recht ist, dass ich dort namentlich erwähnt werde. Ja. Deswegen empfehle ich diese Einstellung, ja, die Präsentation, die wird noch verlinkt, ja, keine Angst, ja, empfehle ich diese Einstellung unbedingt auf einzusetzen. Der Default ist aus. Das war das Stichwort. Ja, nein, ich hätte den Präsentationsmodus gehen müssen, kommt gleich. So, Flank redet über die gleiche Folie, gut. Gut, also das einmal zu den Einstellungen. Ja, ein weiteres Problem, das es bei Facebook gibt mit den ganzen Privatsphäre-Geschichten, sind Apps. Ja, man verbindet mit der Zeit alle möglichen Apps, ja, speziell dann so Smartphone-Apps, ja, die verfügen sehr gerne heutzutage über Facebook-Logins, ja, ein relativ prominentes Beispiel einer App, ja, eine der erfolgreichsten österreichischen Apps, ja, die das macht, ist Runtastic. Ja. Runtastic. Ja, das ist so eine Fitness-App, ja. Ist da glaube ich sogar da drin, ja, runtastic.com, ja, sogar bei mir. Ja, irgendwann sagt er, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ja, und irgendwann sagt der Kollege zu mir, ha, das ist super, ich bin jetzt gerade auf Runtastic und was mache ich natürlich, ich weiß eh, der Koretzki, der verwendet das alles, ja, ich suche nach dem Koretzki, ja, und der konnte alle meine Routen, ja, und ich tue teilweise auch Alltagsrouten, ja, da drin stellen, ja, alles natürlich anschauen, das heißt, das ist natürlich problematisch. Was ich allerdings extrem arg finde, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr beliebte iPhone-App, die nennt sich Smart Alarm Clock, die habe ich hier in dem Screenshot drinnen, ja, und aus irgendeinem Grund, ich meine, es ist ein Wecker. Ja, also das ist jetzt nicht, bei Runtastic kann man nur sagen, okay, ich will in einem Wettbewerb mit meinen Freunden und so weiter treten. Ja.
Aber ganz ehrlich, wer hier im Raum würde gerne seine Schlafgewohnheiten mit seinen Freunden teilen? Egal wie eng die Freunde sind. Okay, gut. Ja. Bei dieser App einmal versehentlich irgendeinen Button angeklickt, ja, weiß nicht was, ja, und die hat sich also bei Facebook bei mir registriert, aus irgendeinem Grund, und hat dann eine Zeit lang sogar, das habe ich ihr dann aber abgewöhnt, ja, hat gepostet, wie lange ich geschlafen habe jeden Tag. Alter! Ja, also ich bin zum Glück relativ rasch draufgekommen, ja, etc. Das heißt, das ganz wichtig ist an dieser Stelle, das ist genau dort auch zu finden, wo die eigene Apps-Einstellung, dass man also hin und wieder da einen Blick drauf wirft. Ja, auch da können bestimmte Verbindungen können durchaus sinnvoll sein. Ja. Ich nehme mal als kleines Beispiel, was ist sinnvoll da drinnen. Eventuell die Verbindung mit Dropbox ist sinnvoll, weil dann kann ich gleich so irgendwann, wenn ich was scheren möchte in der Dropbox, das an einen Facebook-Freund scheren etc. Ja. Allerdings sollte man hin und wieder in das Ganze hineinschauen und einmal das überprüfen, und man kann zum Glück, das muss ich sagen, das ist positiv bei Facebook, ja, weil hier gebe ich gar nicht Facebook die große Schuld, sondern eher den App-Entwicklern, ja, die solche Blödsinnigkeiten einbauen. Man sieht erstens, dass die Smart Alarm Clock ja zuletzt vor 6 Monaten auf mein Profil zugegriffen hat. Das ist okay. Ja, also sie tun anscheinend laufen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die nicht nur irgendwie was postet, ja, sondern die will auch gleich meine ganzen allgemeinen Informationen über dich und meine Gefällt-mir-Angaben alles Mögliche anschauen, das heißt, dass ich zum Beispiel ein Fan von den Wiener Linien bin, sehen die. Ja? Das geht dir das was an, ja? Ganz ehrlich. Und was auch gut ist, man kann sie rausschmeißen. Ja? Also man kann dann unten App entfernen, ja, sagen, ja? Und ihr damit den Zugriff dauerhaft verbieten. Ja? Die schon gesammelten Daten, die werden natürlich wahrscheinlich leider nicht gelöscht. Ja? Das ist also die Sache. Gut. So. Es wird noch schlimmer. Ich muss euch leider darauf vorbereiten, jetzt psychisch. Ja. Ja. Und zwar, wenn man Facebook verbindet mit einer Anwendung, die relativ viele verwenden, nämlich Outlook. Ja. Bei Outlook 2010 gibt es einen Social Connector, bei Outlook 2013 ist der sogar schon integriert. Ja. Und Outlook 2013 fordert auch den Anwender relativ penetrant auf, ja, dass man doch bitte sein Outlook-Konto mit einem Facebook-Konto verknüpft. Ja. Gut, wie funktioniert das Ganze? Ich habe das gestern nochmals durchgespielt. In diesem Dateimenü unter Kontoeinstellungen gibt es hier Konten sozialer Netzwerke. Ja, da kann man das machen. Ja, da kommt dann ein Dialog, der schaut so aus. Da gibt es verschiedenste, man kann nicht nur Facebook hier verbinden. Man kann LinkedIn, Windows Live Messenger, ich glaube Twitter ist dann auch noch, das ist dann zum weiter runterscrollen noch drin. Also einfach mal hineinschauen, wen es interessiert, was das so geht. Kann man verbinden. Ja. Das heißt, man gibt seinen Facebook-Benutzernamen Kennwort ein. Ich habe in meinem Test Folgendes festgestellt, man muss anscheinend entweder schon eine bestätigte E-Mail-Adresse haben in Facebook, ja, damit das funktioniert, sonst kann man die Anmeldung nicht machen. Oder falls das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, das hat bei meiner Vorbereitung nicht ganz funktioniert, kann man in den Anmeldeeinstellungen von Facebook eine SMS-Push-Benachrichtigung einschalten, was ich überhaupt grundsätzlich empfehle, ja, als Sicherheitsmaßnahme. Man bekommt dann jedes Mal, wenn, man muss seine Telefonnummer allerdings angeben dann, und zwar man bekommt wirklich jedes Mal, wenn sich jemand auf dem Facebook-Konto von einem bisher unbekannten Gerät oder einer unbekannten Anwendung anmeldet, ja, also wenn Outlook zum Beispiel versucht, bekommt man SMS aufs Handy. Ja. Das ist eine ganz gute Schutzmaßnahme, ja, also dass da nicht wer Fremder auf dieses Konto zugreift. Finde ich an und für sich eh sinnvoll. Also das sollte man aktivieren. Dann, es ist auf Facebook, ja, die Einstellung. Dann klappt das auch hier mit der Anmeldung. Ja. So, dann verbindet man das Ganze und jetzt denkt man sich, okay, was macht Outlook jetzt mit dieser Facebook-Verbindung? Die Antwort ist relativ einfach. Ich kann das auch nachher noch live vorführen, wenn wir noch Zeit haben und wenn es wen interessiert. Das ist einmal, dass ich mal die ganzen Kontakte verknüpfe und so weiter, aber es kommt noch viel Ärger. Ja, das wirklich Ärger ist was anderes. Und zwar das, was ich nenne Facebook Stalking. Ja? So, ich habe das mit einem Test-Account gemacht, der ist aber in der gleichen Firma, das heißt, ich habe bei mir auf meinem Firmen-Exchange ja, einen Test-Account gestern angelegt. Ja? So, dieser Test-Account ist mit mir. Das ist der Maximilian Hudri-Wudri. Ja. Und der Maximilian Hudri-Wudri ist mit mir auf Facebook, muss ich gleich sagen. Ich habe das Konto offen, ich kann das dann nachher noch zeigen. Ja.
ist mit mir auf Facebook nicht befreundet. Ja, ist nicht befreundet. Ich habe dem Maximilian Hudrewudre eine E-Mail geschickt. Ja? Als Roman Koretzki. Ja, das ist die E-Mail, die ich ihm geschickt habe. Ich freue mich, dich als neuen Kollegen begrüßen zu dürfen. Ach, wie nett. Ja? Und der hat plötzlich erstens links oben ein Foto von mir drin. Woher hat er das Foto? Das war ein komplett jungfräuliches Mailkonto. Woher hat er das Foto? Naja, wir haben jetzt ein bisschen im Internet recherchiert während meines Vortrags, was zum Glück niemand macht, was ich sehe. Ja, anscheinend ist das doch recht interessant, was ich hier erzähle. Ja, aber wenn ihr nachher das recherchiert, ja, dann werdet ihr draufkommen, das ist mein Profilbild von Facebook. Ja. Gut, nicht nur das, sondern, bitte schwenkt euren Blick nach unten, ja, er bekommt auch angezeigt Statusmeldungen von mir. Zwar nur öffentliche, das sind aber bei mir relativ viele. Ja. Das heißt, er kriegt von mir alles Mögliche angezeigt, was halt bei mir öffentlich ist. Gut, das habe ich bewusst öffentlich gemacht. Ja. Jetzt kommen wir aber noch dazu und sagen, okay, der kann jetzt auf den Namen klicken, was ich dann auch noch zeigen möchte, und kann natürlich auch meine öffentlichen Fotos und so weiter sehen. Und jetzt kommen wir zur Interpretation, dazu eine kleine Geschichte. Ich bin auf die Idee für den Vortrag gekommen, im Zuge dessen, ich studiere derzeit an der FH Technikum Wien, ja, das habe ich ja vorher schon erwähnt. Ja. Und da kann man relativ viel E-Mail-Kommunikation auch mit Lektoren. Ja. Und bei einer Lektorin, plötzlich habe ich eine E-Mail gekriegt und plötzlich taucht ein Foto drin auf, was ich genau weiß, das ist nicht das Foto von unserer Lernplattform. Woher hat sie dieses Foto? Das ist ein Foto, was ich nicht gekannt habe von ihr. Ja. Bin ich draufgekommen, aha, ich habe mein Outlook mit Facebook verknüpft, das kommt offensichtlich aus Facebook. Ja, sie hat zwar nicht so viel öffentlich wie ich gehabt, aber trotzdem ein bisschen was. Das heißt, ich habe mal auf den Namen geklickt, auf diesen Facebook-Namen und dann sind wir gesessen. Und was natürlich depperte Studenten machen, ja, so wie ich, ja, sie versuchen dann aus den Fotos alles Mögliche herauszuinterpretieren. Ja. Ich will jetzt den Namen dieser Lektorin hier nicht nennen. Ja. Ich kann nur sagen, wir haben aus Urlaubsfotos von einem Urlaub zumindest, ob sie stimmen oder nicht, ja, wir haben zumindest die Vermutung, dass sie Single ist. Ja? Ob es stimmt oder nicht, aber es war zumindest, also ein Freund von mir hat gemeint, das sind typische Single-Fotos. Gut. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Single-Fotos, aber ich bin wie gesagt verheiratet, aber ist halt so eine Sache. Ja? Wahrscheinlich, rein neutral betrachtet, sind diese Fotos relativ harmlos. Also es war nichts, irgendwie ein besoffenes Foto und so weiter drin. Ja. Aber trotzdem sieht man, dass Leute, wenn man nur genügend Fotos auf seinem Facebook-Profil hat, ja, dass Leute aufgrund von Fotos versuchen, jemanden einzuschätzen. Ja. Und diese Einschätzung kann durchaus auch mal gründlich in die Hose gehen. Ja, nämlich gründlich daneben laufen. Das ist die Gefahr, die ich da schon sehe an der ganzen Geschichte. So, jetzt denkt man sich na gut, selber schuld. Ja. Wenn der Roman Koretzki so viel in seinem Facebook-Profil öffentlich macht, ja, was ist die Lösung von dem Ganzen? Wir stellen einfach die kompletten Informationen auf privat. Ja, kein Problem. Klar, der Roman Koretzki ist damit auch aus dem Schneider. Ja. Nicht ganz. Und eigentlich der viel schlimmere Betroffene von dem Facebook-Stalking ist überraschenderweise nicht der Roman Koretzki von der Funktion, ja, sondern der sie benutzt, nämlich der Maximilian Hudrewudre. Ja. Denn, und Facebook weiß, mit wem wir E-Mails austauschen, nämlich auch firmeninterne. Es wird ja von jeder E-Mail, wird die gesamten Empfänger und Absender, bitte wenn man was sendet, auch die BCC-Empfänger, ja, an Facebook übertragen, nachweislich. Ja. Daraus lassen sich natürlich Kommunikationsmuster ableiten. Wenn man jetzt auch noch Prism-Skandal und so weiter in die Rechnung mit einbezieht, ja, weiß daher, also wenn man jetzt sagt, aufgrund von Prism etc., ja, ich gebe meine Mail sicher nicht zu irgendeinem Cloud-Anbieter, weil da liest ja die NSA mit. Braucht man gar nicht, auch wenn ihr euren Mail-Server lokal habt. Ja, es braucht nur ein Anwender, müsst nicht einmal ihr selber sein. Ja, all die, die jetzt da nicht draußen sind, nicht drinnen sitzen, ja, gehen her und dann in ihrem Outlook, ja, das Facebook-Profil, ihr Facebook-Profil mit verbinden. Ja. Ihr schickt dem eine Mail, egal ob ihr auf Facebook seid oder nicht, völlig egal, ja. Facebook und damit wahrscheinlich auch diverse Geheimdienste wissen, dass ihr mit dem in E-Mail-Kontakt steht. Und wehe, das ist jemand, der dann irgendwann einmal sich vor dem Weißen Haus anzündet oder sonstige Dinge macht. Ja. Dann könnte das auch leicht unangenehm werden. Ja. Und
der Freundin Dieter Bahnübersee, gell? Wir haben ja schon mal ein Verhör von den Einwanderungsbehörden in den USA erlebt. Gell? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Du, ich habe zugeschaut. Du hast zugeschaut, ja. Das war übrigens noch vor dem 11. September 2001, also das war noch relativ harmlos. Gut, also das waren jetzt so Dirty Side of Facebook, ja, im Zusammenhang mit Outlook. Ja. Und weil der Wunsch war mit der Werbung, ja, möchte ich das Ganze auch, und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, wenn es keine Fragen gibt, ja, ja, falls noch wer kontaktieren möchte, ist noch meine E-Mail-Adresse und so weiter drauf, ja, möchte ich das kurz einmal demonstrieren, dass ihr nicht glaubt, das sind irgendwelche Screenshots. Wer übrigens über ein Facebook-Profil verfügt, kann jetzt mal mit dem Smartphone oder irgendwas hat, kann er mal testweise mir eine E-Mail schicken. Ist mir jetzt relativ egal, die E-Mail-Adresse, weil die lösche ich wahrscheinlich morgen. max@easyon.at. Also wer ein bisschen was auf einem Facebook-Profil hat, bitte schickt mal irgendeine E-Mail als kleine Übung an das Konto. Das sollte dann hier gleich aufpoppen. Und das ist also dieses Mail, das ich vorher gescreenshottet habe. Also das ist das Facebook-Profil-Foto von mir. Und der Benutzer sagt jetzt, da unten klickt er einfach auf den Namen da von Roman Koretzki. Chuck, es geht der Webbrowser auf und er sieht mein Profil und kann jetzt natürlich noch weitere Recherchen über mich anstellen. Meine Fotos zum Beispiel durchschauen, was habe ich an öffentlichen Fotos da drinnen. Naja, da ist schon einiges drin, ne? An öffentlichen Fotos. Ne? Dass ich zum Beispiel mal ein Hotelzimmer zertrümmert habe, ja, ist zum Beispiel drinnen. Ja. Ja. Und ja, man kann schließen, wo ich wohne, etc., verschiedene Sachen. Gut, okay, in etwa. So, weil die Werbunggeschichte war, weil die Frage mit der Werbung war, wenn man nicht allzu viel auf Facebook macht, stimmt es, bekommt man keine Werbung. Ja? Also, wie du anmerkst, der Maximilian Hubrevudre, das ist ein Fake-Profil, das ich angelegt habe, extra für den Vortrag, ja? Der hat keine Werbung da drin, aber er hat auch noch keine Freunde, gell? Deswegen steht da oben Freunde finden. Ja? Eigentlich ein armer Mensch, hat keine Freunde. Ja? Ich melde mich mal hier ab. Gibt und melde mich mal mit meinem Echtprofil an und dann wird man auch die Werbung sehen. Ja. Und zwar hier auf der rechten Seite sieht man da gesponsert, ja, das sind diese Geschichten, ja, zum Beispiel eben Nokia Lumia 1020 gewinnen, ja, das ist sogar ganz okay. Normalerweise kommt ein bisschen mehr, es ist nur so, dass da das Bildschirmauflösung abhängig macht, ja, wie viel Werbung man hier sieht, da ist jetzt die Auflösung ein bisschen zu gering, auf einem größeren Bildschirm hätte ich da, normalerweise kriegt man da 2-3 Werbeanzeigen geschaltet, beziehungsweise auf Smartphone sieht man das auch, da ist es dann sogar mittendrin in dem Newsstream die Werbung geschaltet. Ja. Und dann diese Funktion, die ich also hier auch gezeigt habe, das heißt, ich kann jetzt hier auf Gefällt mir klicken, ja, oder ich kann auf dieses XL klicken, ja, und dann kann ich hier sagen, diese oder alle Beiträge verbergen. Ja, wenn ich sage, entweder ich sage nur das Nokia, das interessiert mich jetzt nicht, oder ich sage, ich möchte mit der Firma eigentlich nichts zu tun haben. Auch das relativ natürlich interessante Daten für Marketingmaßnahmen und so weiter. Gut, jetzt habe ich relativ viel geredet, relativ lang geredet. Gibt es von eurer Seite Fragen, Diskussionsbeiträge? Was passiert mit dem Mail, das ich jetzt geschickt habe? Das Mail, das du hast an Max@easy angeschickt, ist auch schon da. Bitte sehr. Gut. Offensichtlich hat diese E-Mail-Adresse nicht auf deinem Facebook-Profil drauf. Ja? Ja, deswegen funktioniert das auch da nicht. Das heißt aber nicht, dass nicht Facebook trotzdem jetzt natürlich gesehen hat, dass der Max@easy mit dir in irgendeiner E-Mail-Kontakt, in einem E-Mail-Kontakt steht. Dann passiert genau das hier. Das dann wird das Facebook-Profil angezeigt, ja, von dem. Und dann sieht man alles, was von dem öffentlich, ja, ist. Meine persönliche Empfehlung, Conclusio, wer von euch, sollte jemand von euch Firmennetzwerke administrieren, ja, oder Kontakt zum Administrator in Firmennetzwerken haben, ja,
bitte, man kann diese Funktion zum Glück in Firmennetzwerken, zum Beispiel bei Gruppenrichtlinien, ja, in Windows deaktivieren und sperren. Vom Office 13. Office 2013. Ja, beim Office 2010 ist insofern nicht so problematisch, weil da musste man erst was nachinstallieren. Ja, das konnten Anwender in Firmennetzwerken nicht mehr. Aber ich empfehle Firmenadministratoren, also in Firmen, unbedingt diese Funktion zu blockieren, aktiv zu blockieren. Ja. Ist es rechtlich unbedenklich, wenn man sich Fake Accounts zulegt? Rechtlich ist es unbedenklich, was ich natürlich gemacht habe mit dem Fake-Account. Ich habe gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen. Ja, also so gesehen ist nicht ganz unproblematisch. Konsequenz von Facebook ist normalerweise, dass sie die Konten relativ oft sperren. Ja, die wissen ja das nicht. Sie durchforsten hin und wieder solche Dinge. Es gibt Indikatoren. Und ich kenne auch echte Personen, ja, denen vorgeworfen wurde, das ist ein Fake-Account. Ja. Und die dann von Facebook gesperrt wurden. Man hat keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Sie reagieren auch nicht, ja, auf Mails. Ja. Also ich kenne jemanden, einen Namen, ja, der heißt mit Nachnamen tatsächlich Million. Ja. Hat auch einen einschlägigen Vornamen. Und da hat Facebook das Profil gesperrt und hat gesagt, das ist ein Fake-Profil, aber der heißt wirklich so. Ja. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage nicht. Braucht man für einen Facebook-Account eine echte E-Mail-Adresse? Meiner Erfahrung nach nicht. Allerdings sind bestimmte Funktionen von Facebook dann nicht verfügbar. Ja, aber man kriegt ja wohl so, das ist überall so, dass man Registrierungsmail kriegt. Ja. Klick jetzt bitte auf den Link und ja, dann nimmt man Internet. Der Facebook, ich habe es gestern getestet mit dem Fake-Profil, wie gesagt, das Facebook-Konto ist sofort freigeschaltet. Man kriegt dieses Bestätigungsmail, das habe ich auch hier drinnen. Ja. Oder da irgendwo ein Junk-Mail, das sind ja alle gelandet. Ja. Das sind diese Bestätigungsmails von Facebook, ja, bekommt man. Allerdings, auch wenn man das nicht anklickt, kann man 90% der Funktionalität von Facebook trotzdem verwenden. Was geht zum Beispiel nicht dann? Zum Beispiel dieser Outlook-Connector funktioniert nicht, wenn man nicht stattdessen die Telefonnummer angibt. Also echte E-Mail-Adresse oder echte Telefonnummer. Achso, Outlook-Zugang. Ja, also, und generell anscheinend, ich vermute, dass generell Verbindungen mit Apps nicht funktionieren. Genau. Und wenn man Facebook jetzt mit anderen sozialen Netzwerken vergleicht, gehen die am freizügigsten mit persönlichen Daten um? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie am freizügigsten umgehen. Das will ich jetzt nicht sagen. Allerdings ist Facebook durch seinen Funktionsumfang, ja, für den Durchschnittsuser am schwersten zu durchschauen. Ich vergleiche Facebook immer sehr gerne mit Twitter. Als Gegenbeispiel. Genau. Ja. Twitter ist relativ simpel. Ja. Twitter ist wesentlich öffentlicher für die meisten. Ja. Aber Twitter macht es dem User relativ einfach, weil da gibt es entweder, du hast ein geschütztes Profil, dann ist es nicht öffentlich, oder du hast ein öffentliches Profil, dann ist alles öffentlich. Ja. Aber es gibt nicht für das die Einstellung und für das jene Einstellung. Ja. Und das ist das, was Facebook so gefährlich macht, nämlich dass der Anwender das nicht durchschaut, ja, diese Einstellung. Sie sind auch, wenn man sich die Texte durchliest, wenn man jetzt schon eine gewisse Erfahrung mit Facebook hat, nicht für jedermann auf den ersten Blick verständlich. Ja. Das ist die eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist, was Facebook eine sehr schlechte Historie hat, ist, Facebook führt immer wieder neue, für die Privatsphäre gefährliche Funktionen ein. Ja. Lässt zwar zu, dass man die abschaltet, aber es ist ein Opt-out und kein Opt-in in der Regel. Ja. Ja. Defaultmäßig ist meistens eher wieder offen. Genau. Das war das mit Gesichtserkennung oder sowas. Ja, was allerdings zumindest bei mir noch nicht verfügbar ist. Also ich werde noch nicht erkannt. Ja. Ja. Genau, das war so ein Beispiel. Ja. Was man auch wieder aktiv abschalten muss. Also Gesichtserkennung, nur zur Erklärung, ist, ich glaube in den USA ist es schon verfügbar, gell, für amerikanische Facebook-User. Das heißt, Facebook, wenn man mal auf genügend Fotos markiert ist, ich meine, das kann auch jede Windows Live Fotogalerie und Google Picasa und so weiter, das macht also auch Facebook. Dass wenn man auf genügend Fotos markiert ist, ja, dann weiß Facebook, wie man ausschaut. Ja, und wenn dann zukünftig irgendwer, ich stelle ein Foto, ich mache jetzt geschwind ein Foto von dir, ja,
stell das auf Facebook, ich markiere dich nicht, weil ich weiß, du magst das nicht, ja? Aber Facebook erkennt dich auf dem Foto und markiert dich automatisch. Und wenn jetzt du nicht dieses Opt-in für Markierungen aktiviert hast, was ich vorher gezeigt habe, ja, und du nur einmal im Monat auf Facebook schaust, ja, erfährst du gar nicht, dass du auf dem Foto drauf bist, ja, das vielleicht nicht unbedingt das Vorteilhafteste ist. Ja. Gibt es immer die berühmten Bikini-Fotos und so weiter, ja, von den Damen oder Badehosen-Fotos. Ne. Denkt man sich, okay, Badehosen-Fotos, wer masochistisch genug ist und den Roman Karetzki in Badehose anschaut, ja, soll er doch anschauen. Ja. Die Problematik, die sich natürlich bei solchen Fotos ergibt, ist wiederum, wenn man sich für eine Stelle bewirbt irgendwo, ja, ist das wahrscheinlich auch noch relativ harmlos, aber wenn auf den Fotos irgendwelche Handicaps sichtbar sind, Operationsnarben zum Beispiel und solche Dinge, ja, auf sowas achten Personalisten. Ja, oder du bist voll tätowiert und das sieht man halt nicht. Genau, voll Tätowierungen etc., ja, die man normalerweise begleitet nicht sehen würde. Gutes Beispiel. Okay, dann danke schön für die Aufmerksamkeit. Und danke.